JFT, just fair and direct. In die erlauchte Runde grüßen, liebe Freunde des Handels und der Märkte, zum heutigen Webinar Technische Clusteranalyse sind wir doch hier wieder zugegen. Und insofern freue ich mich, dass ihr A, reichhaltig Platz nehmt, beziehungsweise schon Platz genommen habt. Der Raum füllt sich weiter. Und auch Grüße in den Norden hier an die Twitch-Zuschauer vom lieben Andreas, hier praktisch auf einigen Kanälen unterwegs. Und insofern freue ich mich da heute mit euch und dem lieben Bernd, den ich gleich mal freischalten werde, am Markt abzuholen. Wir haben ja heute wieder eine Mega-Agenda in Sachen Webinar-Programme. Also es geht dann nach dem Cluster-Webinar auch am Nachmittag schon weiter. Und Leute, hey, ich share euch gern den Link in den Chat, beziehungsweise Andreas wird es sicherlich für die Twitch-Zuschauer auch tun. Morgen Abend Notenbank-Event. Der Knaller, da wird es wieder zur Sache gehen, denn so ein Stück weit scheint klar zu sein, was passiert. Andererseits überraschten andere Notenbanken unlängst schon mit Maßnahmen, die dann doch überrascht haben. Und insofern, hey, da ist einiges an Action da. Und insofern seid ihr willkommen, hier an unserem reichhaltigen Programm teilzunehmen. Heute, wie gesagt, Clusteranalyse. Wir wollen ein Stück weit eben einen Mix machen. Ich schaue mal, ob der Bernd schon Platz genommen hat und den Milchschaum von der Lippe gewischt ist. Bernd, bist du zugegen? Sei gegrüßt. Hallo Chris, kann man mich hören? Sonnige Grüße in die Runde. Und ich hoffe, man hört mich. Mikro müsste frei sein, oder? Ja, bestens, Bernd. Ja, hervorragend. Rustikal und stabil wie eh und je. Ja, danke. Nee, ja. Alles gut. Läuft. Sehr gut, sehr gut. Ja, Bernd, schön, dass du wieder dabei bist, denn wir sind ja hier sozusagen auch das dynamische Duo. Ja? Also insofern mal wichtig, auch den Bernd gehört zu wissen, der denn praktisch so zum Ausklang wieder ein paar interessante Titel mitgebracht hat, die, ja, und das sagt ja auch schon das Webinar, im Rahmen einer, sage ich mal, kombinierten Analyse dann eben hier zuteil gefördert wird. Ich will euch jetzt hier im Eingang oder zum Start gleich mal wieder unseren oder vielmehr meinen großen S&P 500 Chart um die Ohren hauen. Verzeiht den Ausdruck, aber das muss einfach sein, denn Bernd, du kannst dich erinnern, wir haben ja zuletzt schon philosophiert, ob die große Korrektur vorbei ist oder nicht, ja. Und jetzt habe ich unlängst einen Artikel gelesen vom lieben Roberto, auch, also gerade jetzt, wenn es um Auswertung, statistische Zyklen und dergleichen geht, schätze ich seine Meinung sehr. Er hat ja auch hier den Gebert-Indikator immer im Blick und analysiert auch hin und wieder saisonal auf Stock 3. Tatsache, lange Rede, kurzer Sinn, der S&P 500 hat vom Tief eine Erholung über 20% hingelegt. Das ist per se statistisch tatsächlich das Ende, sofern der Markt dann vorher eben 20% eingebrochen ist, des Bärenmarktes. Tatsächlich interessant, und wir sehen auch hier im Big Picture Chart, eben hier mit dem 7-Jahres-Zyklus, dass die Ausgangslage schon prädestiniert gut war, aber alle und auch ich, die hier auf einen Test der 3250 gehofft, / spekuliert hatten, ja, die gucken jetzt ein Stück weit hinterher. Ich will nicht sagen, dass ich nicht im Rahmen der letzten Monate auch aufgeladen habe. Ja, die ein oder andere Aktie fand ihren Einzug, aber ich will trotzdem sagen, ich hätte mir hier gern diesen Touch gewünscht und das hätte der Fahrradkette natürlich mit diesem Zyklus auch schön zusammengepasst. Man darf natürlich jetzt nicht sagen, hey, jetzt ist die Party vorbei, die Bärenparty, und jetzt rockt es nach oben. Aber statistisch und auch charttechnisch sieht das sehr konstruktiv aus. DAX erst neulich mit einem Allzeithoch. Gut, die Indizes S&P 500 und DAX kann man nun wirklich nicht direkt vergleichen. Aber man sieht auf jeden Fall am Horizont bullische Fähnchen, die denn hier möglicherweise morgen nochmal zusätzlich befeuert werden, weil faktisch handeln wir, zukunftsfaktisch handeln wir auch schon wieder Leitzinssenkung, eine Eindämmung, gelungene Eindämmung der Inflation, Wirtschaftswachstum, das wird schon wieder alles an den Märkten hochgejubelt. Wenn es denn so kommt, sehen wir der S&P 500 hier im Big Picture sicherlich dann irgendwann in naher Zukunft hier bei 5000 Punkten, aber momentan ist das natürlich noch weiter weg. Bernd, wie siehst du das? Sind wir schon in einem neuen Bullenzyklus oder kommt hier nochmal die Klatsche und sehen wir doch mal beim S&P noch Preise unter 3500? Wie siehst du das? Ja, ich sag's mal so, die Sommermonate sind ja immer ein bisschen schwierig bis in den September hinein, aber eine richtige Klatsche sehe ich jetzt nicht. Die Märkte, jetzt ist das Bild irgendwie weg von dir. Kein Stress. Ah, da bist du wieder. Nein, eine richtige Klatsche sehe ich nicht, aber
Vielleicht noch ein bisschen seitwärts, um dann Richtung Jahresende vielleicht wieder nochmal richtig deutlich anzuziehen. Aber jetzt den Fünfjahreszyklus, also den Riesenzyklus da, den du eben hattest, ja, also eine richtige Klatsche wird es nicht geben. Also das, was du eben in dem Chart hattest, diese, was war das, 3200 oder was? Die ist jung, 3250. Ja, die denke ich, werden wir nicht mehr sehen. Von daher vielleicht über die Sommermonate ein bisschen seitwärts, leicht aufwärts, also ja. Ist ein Argument vom lieben Bernd, ist ein Argument, teile ich auch an der Stelle. Hier, wie du sagst, das ist eben das Level, was wir gerade im Big Picture Short gesehen haben. Das wäre übrigens, und da passt eben vieles zusammen, jetzt muss ich mal kurz gucken, dass ihr unten den Ankerpunkt hat, das passt aber. Das wäre im Prinzip eben auch das 50er Retracement Level, dieses steilen Erholungsimpulse seit Corona. Also wir haben auch Cluster lässt grüßen. Ihr wisst, dass wir spielen gern mit Saisonalitäten. Ich gern mit Zyklen ohnehin im Big Picture, wie beim S&P gerade gesehen, aber natürlich auch Fibonacci, goldener Schnitt, ein Mega-Thema. Und ja, wir hätten hier im Prinzip die 50% Korrektur vollzogen. Was wir aber hier auch sehen, ist praktisch am 23.8. Level bereits geglückt, beim S&P hier einen Erholungsimpuls zu starten. Und das ist ein wichtiger Chart, Leute, inhalieren, denn wir sehen hier tatsächlich in einem frühzeitigen Retracement oder an einem frühzeitigen Retracement-Punkt eine Stabilisierung. Das haben wir eben zum Ende letzten Jahres gesehen. Und was jetzt auch noch kam, hier nämlich der Golden Cross. Wir haben hier den Death Cross gehabt, gleitende Durchschnitte sind natürlich hier Trendfolgeindikationen, aber Golden und Death Cross sind schon sehr beliebte Analyse, sage ich mal, Vehikel. Und total simpel, und ich muss auch sagen, es gibt zum Beispiel auch den EMA 20 auf Wochenbasis, Monatsbasis. Das sind wirklich schöne Indikationen, um einfach Big Picture Lagen einzuschätzen. Der Death Cross ist eben hier auf Tagesbasis sehr beliebt im Rahmen des Verkaufssignals. Und wir sehen ja hier oder sahen auch im ja jetzt früher Verlauf, Februar, März, April, da ging der S&P schon ein Stück weit her, jetzt habe ich einen kleinen Zungendreher, ein Stück seitwärts hier und hat aber zuvor schon die Abwärtstrendlinie gebrochen, den Death Cross schon versucht, etwas zu relativieren und dann natürlich hier gerade mit dem Ausbruch über die 4052, ja, auch wunderschöner Pullback, also ich bin mir sicher, der liebe Andreas hat hier auch den S&P, handelt er nicht so gern, aber mit der Signallage in den Nasdaq handelt er ja gern, hier sicherlich schön mitnehmen können, weil das ist ja mal, also Charttechnik nach Zahlen, würde ich fast sagen, das ist ja der Ultraknaller, der bricht hier aus, macht hier ein Double Retest Pullback, ja, dann gleichzeitig Doppelboden und schwingt sich hier auf in neue Höhen. Und wir sehen, der S&P hat jetzt hier eben ein neues Mehrmonatshoch gemacht, ist auf dem höchsten Stand unterwegs seit nunmehr doch August 22. Und nun ja, die Korrektur scheint tatsächlich beendet. Das muss man mal so unterschreiben. Bernd sagt an dem Punkt ja auch, der Big Picture Zyklus. Und da will ich sagen, hey, Bernd, du hast es immer ein bisschen, sage ich mal, lustig gekennzeichnet. Wir haben hier letztlich mit dem 7-Jahres-Zyklus und -27% dann doch einen Treffer gehabt. Jetzt dürfen wir natürlich davon ausgehen, Leute, ihr seht das hier im 7-Jahres-Chart oder vielmehr der 7-Jahres-Zyklus-Skizzierung. Jetzt haben wir Zeit bis 2030. Okay, jetzt kann der Markt erstmal richtig schön nach oben gehen und jetzt orakeln wir alle mal hier ein S&P im Bereich dann ja 7.000, 8.000, dann gehen wir hier über die obere Trendlinie. Jawohl, die Bullenparty ist zurück. Also ich bin echt gespannt, aber technisch sind die Zeichen meines Erachtens in der Tat auf bullisch gedreht und ich war da eher zurückhaltend, aber es kommen einfach in Summe, und das ist genau das Thema der Cluster-Analyse, so viele Dinge jetzt zusammen, die fast schon zu positiv wirken, aber wir dürfen ja nicht ewig dran zweifeln an dem, was man sieht, denn Fakt ist, der Markt macht sich auf. Was die morgige Notenbankentscheidung dazu beitragen wird, das werden wir sehen, denn sollte es eine Zinsanhebung geben, ich glaube, da ist im ersten Moment der Schock erstmal da, weil nicht davon ausgegangen wird. Ich hatte es heute im Devisenradar besprochen. 75% bei gleichbleibendem Zinssatz ist erwartet. Sollte also keine Überraschung geben. Aber wie gesagt, Bank of Canada und die Bank of Australia hat hier schon überrascht mit einer Zinsanhebung. Jetzt kommt nur der Punkt, wenn sie es wirklich tun sollten. Und meines Erachtens, wenn ich richtig informiert bin, ist eigentlich für den Juli da nochmal ein Zinsschritt geplant seitens der US-Notenbank. Wenn sie ihn jetzt schon macht, dann wäre es eine Überraschung. Aber dann ist auch viel schon vorweggenommen. Und wie vorhin schon gesagt, es wird die Zukunft gehandelt, Leute. Das heißt, was interessiert das jetzt, was
praktisch in dem Moment mit der orakelten Zinsentscheidung dann passiert ist, sondern vielmehr dann die Pressekonferenz. Wie wird weiter abgewogen? Und da, Leute, ist es unverändert. Ich sage das ebenfalls beim Devisenradar heute schon. Hey, die Verbraucherpreise, die Inflationsdaten, die sind das Thema der nächsten Monate für die Leitzinsen. Und wir haben einen Rückgang in Deutschland gehabt, beziehungsweise auch in den USA kippen die Inflationszahlen nach unten. Einerseits, und das ist, glaube ich, gerade Kanada gewesen, haben die Inflationsdaten aber eher so ein Stück weit eine Bodenbildung gemacht. Übrigens auch beim US-amerikanischen Leitzins zu sehen. Den müssen wir den Chart jetzt gerade mal hochladen. Also wenn man jetzt charttechnische Analyse nutzt für die Beschau von Inflationsdaten, ich glaube, ich habe den Chart noch hier, warte mal, US-Inflation, dann ist es tatsächlich so, dass wir nun ja auch vielleicht tatsächlich einen Boden sehen könnten, der, muss ich mal sehen, dass ich das mal hier finde, der am Ende des Tages ja dann wieder für steigende Inflationsdaten spricht. Und das wäre am Ende des Tages natürlich dann wieder genau das, wo die sagt, da sind wir jetzt mit dem Zinszyklus noch nicht am Ende. Aber lange Rede, kurzer Sinn, der Markt wird hier zweifelsfrei mit Argus auch Augen drauf achten, was da in Zukunft noch kommt. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich den richtigen Chart erwischt habe. Ah ja, das ist er sogar, pass auf. US-Inflation, ja, hier sozusagen Kernrate und wir sehen hier ein schönes Movement nach oben und jetzt sozusagen die theoretische orakelte Bodenbildung. Nur jeder Analyst, der jetzt ein Stück weit tiefer in der Thematik steht als der, der das jetzt hier gezeichnet hat, das war nicht ich an der Stelle, will ich gleich vorwegschicken, das war der liebe Clemens, der hat aber an der Stelle dann natürlich auch den Fakt, dass eine Bodenbildung eigentlich am Ende eines Trendes zu definieren ist und nicht mittendrin irgendwo oben in dem Chartgebilde. Ja, so lange Rede, kurzer Sinn. Es bleibt spannend, was mit den Inflationsdaten passiert. So, indextechnisch, also wirklich alles auf Sturm. Jetzt haben wir eben beim S&P und daran orientiere ich mich ein Stück weit, den müsste ich mal wieder auf den Socials posten, weil damals die Frage war, brechen wir aus oder gehen wir eher eine Range über? Und damals war auch tatsächlich Sentiment lässt grüßen. Gut, das sind jetzt keine 50.000 oder 10.000 Follower gewesen, die da abgestimmt haben. Ich glaube, am Ende waren es 55 oder 60. Aber immerhin doch ein Stück weit repräsentant für die, die zuschauen. Und da war der Fall gen Norden ausgerichtet. Und alle die, die auch hier bullisch ausgerichtet sind, sehen, dass wir bei 4.306 ein absolutes Trigger-Level haben. Da habe ich auch unlängst mal analysetechnisch sozusagen hier festgehalten, dass wenn der S&P hier ansteigt, drüber geht, sicherlich der Markt weiteres Potenzial hat. Und es sieht sehr bullisch aus. Und wenn die Notenbank jetzt kein Störfeuer rausliefert, dann haben wir und gerade per Wochenschluss möglicherweise das nächste Kaufsignal vorliegen in Richtung 4.500, 4.580, diese Zone hier. Und da sind wir nicht mehr weit weg vom Allzeithoch. Krasse Geschichte und das nach Krieg in Europa, Inflationseskalation, nach wie vor Liefergeschichten, die uns Probleme bereiten und natürlich am Ende ja das ganze Thema der, wie soll man sagen, unsicheren Weltpolitik ist aber etwas, was die Märkte hier gegenwärtig nicht abschreckt. Ja, das ist auch spannend zu sehen, dass die Aktien jetzt relativ steil anziehen und die ganze Krypto-Szene, der ganze Krypto-Space, ich sag's mal mit Verlaub, einen Tiefschlag nach den anderen erfährt, neben dem FTX-Debakel, jetzt diese Binance-Verklagung, sag ich schon, die Klage gegen Binance, Coinbase genauso verklagt von der SEC, alles Schabernack nach dem Motto, eieieiei. Ich glaube aber, Regulierung wird Einzug halten und es wird sich einfach ein bisschen Staub legen, der jetzt aufgewirbelt ist. Und am Ende des Tages soll es aber jetzt eben nicht um die Kryptos gehen, sondern vielmehr um die gemeinsame Asset-Klasse der Aktien. Und da sieht's gut aus. Das ist mal das Statement. Speichern an der Stelle. Und mal sehen, was uns Bernd da noch mitgebracht hat aus seinem Screener, den wir ja hier nutzen, liebe Leute. Da auch immer die Info, wer da noch nicht dabei ist oder es auch noch nicht kennt. Moment, ich muss jetzt mal hier den Screener raussuchen. Rainbow Traders ist jetzt nicht Thema, da wird es aber auch in Zukunft immer spannender. Da, Börsenbullen. Leute, ich schicke euch den Link mal rein. Hier gibt es auch genau das Tool zu sehen, mit dem dann sehr wahrscheinlich, ich bin jetzt mit Bernd nicht in den Abstimmungscall gegangen nach dem Motto, was machst du genau heute? Wir haben uns da nur grob mal geschrieben, aber das Tool, was er nutzt, ist natürlich eins der sozusagen Börsenbullen, denn da gibt es eben hier den Seasonal Bull, das ist das, was der Bernd jetzt vorstellen wird, um das Thema Swing Trading abzudecken und dann gibt es eben den Forex Bull, der das Intraday Trading abdeckt.
abdeckt. Diese beiden Bullen sind eben dann unsere Hausbullen mit verschiedenen Features. Und ich will euch jetzt darauf hinweisen, hier oben haben wir schon den Button Newsletter. Leute, wenn ihr da tiefere Einblicke haben wollt, es wird euch keine Waschmaschine verkauft und wir spammen euch auch nicht mit irgendwelchen Müll zu, sondern es geht hier einfach nur um richtig guten Marktcontent, wo ihr reinschauen könnt. Eben das Briefing Forex Bull, 1 bis 2 Mal die Woche für euch kostenfrei per Lieferung E-Mail. Und dann eben auch 1 bis 2 Mal im Monat das Swing Trading Letterchen, was es hier dann für alles Seasonal Bull Abonnenten gibt und was das genau ist, schaut es euch da mal auf der Website generell um. Alright, jetzt gehen wir mal ein Stück weit vom beliebten S&P und das ist für mich eigentlich der Garde-Index, ja, auch wenn es ums Future Trading geht, Leute. Ich meine, es gibt ja hier die High Frequency Future Trader, wenn die aber da mit dem DAX rumeiern, mit Verlaub gesagt, da ist das Handelsvolumen einfach nicht repräsentativ genug und jeden, den ich kenne, der das sehr professionell macht, handelt eigentlich nur den US-S&P 500 Future. Der Eurostox Future, der DAX Future. Oder Eurostox. Oder Eurostox Future, genau. Das sind die Futures, die man handeln kann. Der DAX ist eben, ich sage so ein bisschen Trittbrettfahrer. Da gibt es auch den Mini-DAX, da sind die Umsätze zwar jetzt auch stärker gestiegen, aber es ist eben nicht so repräsentativ. Aber Bernd, danke für den Einwurf. Da gibt es genau das Thema, wo man eben an den Big Player-Märkten dann eben auch weiß, wo dann wirklich die Futures abgehandelt werden. Und nichtsdestotrotz ist auch der DAX eben ein sehr beliebtes Vehikel, gerade im deutschsprachigen Raum hier, unser Performance-DAX. Und das ist auch wieder sinnbildlich für diese gepimpte Situation der Dividenden inklusive Zählung. Ja, ich kann euch ja gleich auch mal den Kurs DAX zeigen, aber das wollen wir jetzt nicht ewig in die Breite kauen, denn der Performance DAX, da wo eben die Dividenden inkludiert werden, was den Index eben zusätzlich pimpt in Sachen Preisdarstellung, der ist jetzt hier eben genau, und das ist eben wunderschön zu sehen, eben hier an den Allzeithöchststand 16.300 und ein paar zerquetschte rangelaufen. Und wir haben ja hier das mega bullische Bild. Das ist den Golden Cross, haben wir ja auch schon gesehen im Dezember letzten Jahres. Und hier den Death Cross, erinnert euch an das, was ich gerade zum S&P 500 sagte. Und hier auch die Situation, hey, der DAX schießt einfach gen Norden. Hat sich zwar zwischenzeitlich, Moment, jetzt möchte ich das mal ein bisschen fixen hier, zwischenzeitlich ein bisschen für eine Seitwärtslethargie entschieden. Ja, und das ist natürlich ja der DAX lässt grüßen, das ist jetzt der Xetra DAX. Wenn ich jetzt auf den JFD DAX umswitche, wo ich euch auch den Tipp gebe, Leute, na, ihr könnt es auch hier über Guidance handeln, was sage ich, Stock 3 handeln, ja, hier mit dem Broker-Login hier oben, seid ihr konnektiv mit unserem Surfer Space verbunden und könnt hier direkt aus dem Chart heraus handeln, auch immer wichtige Info. Und da sehen wir eben jetzt hier, da wir den DAX eben durchtriggern, keine Gaps, wie wir es jetzt beim Xetra DAX sehen. Das heißt, in der Nacht werden auch Stops ausgeführt. Ihr müsst natürlich auch hier, Liquidität lässt grüßen, auch in der Nacht mit größeren Spreads rechnen, da natürlich hier das Handelsvolumen auch nicht das eines Tages ist. Und da wird durch diesen Spread aus Liquiditätsanbietersicht auch ein Stück weit Risiko rausgenommen. Es ist immer das Gleiche, das muss man aber einfach auch wissen, weil wenn man in den Markt geht, manchmal ganz unbedacht und sagt, ey, ich will jetzt hier genau den Preis haben und ich will jetzt genau dies und jenes und das muss auch in der Nacht 2.23 Uhr so sein, der hat noch nicht das richtige Marktverständnis. So, zum DAX. Hier, wie gesagt, kurzes Zooming in die Situation rein. Er hat sich sozusagen direkt für den Ausbruch entschieden, dann für dieses Seitwärtsgeschiebe. Aber was mustergültig ist und war, dieser Rücklauf, da wird mir der Andreas sicherlich beistehen, an dieses Support-Level, an diese Zone 15.700, ja, rund plus minus 10, 20 Punkte. Das ist einfach eine dermaßen starke Unterstützung. Und jeder, der, ich sag mal, Charts lesen kann, der ist an diesem Punkt möglicherweise mit einem engen Stopp auch reingekommen. Jetzt gucken wir uns mal den Xetra DAX nochmal an. Schwupp, Moment. Ja. Man hatte hier tatsächlich am 31. Mai eine gute Chance, beziehungsweise vielmehr dann am 1. Juni, auch noch gut in den Trade reinzukommen. Musste dann natürlich immer wieder ausharren, weil wir sehen es auch hier im Xetra DAX oder generell, er schiebt sich immer mal wieder ein Stück weit seitwärts. Da ist natürlich dann Intraday-Kompetenz gefragt, wo eben auch hier bei unserem Trading Room der liebe Andreas in Counterpart-Action mit dem lieben Markus eben hier zugange geht und da eben auch mal scalpt, ja, ein Stück weit Intraday Performance rausschneidet. Deswegen auch hier, Leute, einfach mal schauen, was abgeht. Und hier zum Markt bezogen, sieht es jetzt eben gegenwärtig unverändert bullisch aus. Die Fed wird jetzt ihren, sage ich mal, triumphalen Punkt setzen.
Ja, und das wird entscheiden, ob der DAX jetzt über 16.300 rauszieht oder nicht. Andreas, wenn du noch da bist und jetzt nicht ebenfalls an der Muttermilch sitzt und der den Bierschaum oder den Milchschaum wegwischt, was wäre denn die Meinung vom lieben Andreas? Ich würde gerne mal wissen, ob Andreas jetzt darauf spekuliert, dass der DAX ein neues Allzeithoch macht oder eben doch zurückgeht. Das hängt natürlich von der Leitzinsmaßnahme ab. Aber wie siehst du das, Bernd? Eher Rücksetzer oder Ausbruch? Ja, der läuft da auf jeden Fall nochmal ran und es wird spannend. Die FED-Sitzung morgen, was du eben auch gesagt hast, die FED-Sitzung wird wahrscheinlich wieder Ausschläge in die eine oder andere Richtung bringen, aber ich glaube, für die nächsten Monate ist diese Sitzung jetzt nicht wirklich entscheidend. Man hat es ja im Vorfeld schon gesehen, wie du auch schon gesagt hast, trotz Krieg, trotz Inflation, trotz Zinserhöhung, die Märkte ziehen wieder an, also im Vorfeld schon. Und was ich mir vorstellen könnte, das wäre richtig fies, wenn der einmal durchgeht oben und dann die Stops da oben abgeholt werden und dann, dann ist eigentlich alles drin in den Nachrichten und dann kommt die Sommerpause und der geht zurück, aber jetzt auch nicht dramatisch. Also Crash sehe ich nicht. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass da oben mal einiges abgeholt wird und dann ist eine längere Phase seitwärts, abwärts geht. Ja, das haben wir ja immer wieder. Gerade weil du sagst, seitwärts, abwärts, sind wir wieder in der Cluster-Analyse. Also hier Unterstützungslevel Fibonacci, ja. 23er-Niveau vom letzten Impuls, super abgeprallt. Aber ja, sell in May and go away. Ich habe euch mal den S&P 500 hier mitgebracht. Der, ja, mit Blick auf die letzten 25 Jahre, auf die letzten 10, ist es übrigens spannend, dass er tatsächlich hier in den Juli hinein raufzieht. Ja, das ist im Prinzip da ein kleines konträres Bild. Aber speziell eben ab August, wir sehen das hier, nun doch eine Breitseite kriegt, ja, in jeglichen Timeframes. Das ist faktisch Tatsache, ob man jetzt natürlich, gehen wir mal 15 Jahre, ob man jetzt blind shorten muss, voraussehentlich, dass eben hier die letzten Jahre eben durchaus auch bullisch in den Sommer hineinliefen, ist es aber dennoch so, dass es eben auch volatil seitwärts gehen kann, wie von Bernd schon gesagt. Jetzt nach diesem Megapump, und man muss ja gerade jetzt auf den DAX, das, wie gesagt, ist mir manchmal dann nicht ganz so lieb, aber wir müssen einfach auch mal hier natürlich den deutschen Markt dann ein Stück weit einzeichnen. Wenn wir hier die Performance sehen, die jetzt dann eben seit Oktober stattfand, da sind wir ja bei rund 38%. Leute, das ist natürlich etwas, ihr kennt den großen goldenen Schnitt, ja, zwischen 7-9% pro Jahr machen die breiten Indizes weltweit orientiert, ja. Wie heißt das? Breit gestreut ist nie bereut. Das ist der Punkt, wo man sagt, das ist natürlich jetzt hier auch nur auf den DAX bezogen eine absolute Outperformance. Nach so einem Pump, ja, sind Konsolidierungen durchaus angesagt und auch Seitwärtsphasen. Und wir haben hier eigentlich nur temporär gesehen sehr kurzweilige Seitwärtskonsolidierung gesehen, die im Verhältnis dieser vorherigen Performance, ich will sagen, zu schwach ausgefallen sind. Das heißt, ich bin da schon bei dir, saisonal bedingt. Und das, wenn ich jetzt nochmal kurz einen Einwurf machen darf, gehen wir mal zurück auf den Chart bitte. Du zeigst nochmal ganz gerne das Tief und dann zum Hoch ein. Und wenn du sagst, in der Tat ist es so, dass der DAX im Schnitt so 6-8% pro Jahr macht, aber das ist dann von Januar bis Dezember. Jetzt zeichnen wir das von Januar 2023, das meine ich, Januar 23. Okay. Das sind dann? Ja, immerhin 16%. 17. 16%, ja, genau. Und jetzt kommt dann nochmal eine kleine Rücksetzer und dann liegen wir, ja, wahrscheinlich wird es ein gutes Jahr mit 12-14%. Irgendwie sowas wird das werden schon, denke ich schon. Aber die Masse, also die Summe der Jahre macht es ja dann. Aber es ist schon ein starkes Jahr für den DAX, definitiv. Definitiv. Und trotz des Rückschlags, was wir hier im März gesehen haben, wie gesagt, es wird volatil bleiben, aber das ist ja das, was wir als Händler brauchen. Also jetzt gerade als Händler, in Anführungszeichen, wenn du Intraday unterwegs bist, da bringt es uns gar nichts, wenn der DAX hier, sag ich mal, diese, haben wir jetzt hier im Januar gesehen, schaut euch die kleinen Kerzen an, ja, hier solche Bewegungen braucht man, dann hat man hier so eine bullische Flagge, auch miese Nummer, weil du es gerade sagst, hier praktisch eine bullische Flagge, Ausbruch nach oben, all time long, und dann gibt es aber voll die Breitseite nach unten, bevor er dann wieder nach oben zieht. Leute, das ist natürlich Flexibilität, Risk-Management-Stops müssen hier eingehalten werden. Man muss an der Stelle immer wieder, wie wir auch fast schon predigen, die Risiko-Aversionen zügeln und da eben sein Risiko im Griff halten. Also DAX, wie gesagt, Andreas hat sich noch nicht so gemeldet, hat wahrscheinlich jetzt tatsächlich seine Milchpause eingestreut und erstmal den Twitch-Kanal auf sozusagen die Cluster-Analyse gesetzt, was mich auch freut im Rahmen der Twitch-Zuschauer, aber lass uns jetzt oder vielmehr dann auch jetzt zu einzelnen Aktien mal übergehen. Es sei denn, ihr habt einen Wunschwert gerne in den Chat reingeschrieben. Ansonsten weißt du nicht, noch Gold?
Gold, ja, Gold habe ich immer im Petto. Gold gucke ich mir fast im schon. Portemonnaie, im Portemonnaie. Ja, da schlummert auch das ein oder andere Ünschen, ja, was man dann im Notfall mal zücken muss, wenn denn das Papiergeld sozusagen vor die Wand fährt. Ja. Na, Spaß beiseite. Gold an der Stelle, wie gesagt, heute habe ich ja Euro gemacht. Gold habe ich für morgen fürs Devisenradar klarerweise schon auf der Pfanne, wobei ich auf Social Media schon umgefragt habe. Und theoretisch kam auch immer wieder auch Silber zum Vorzug. Nämlich Gold, Silber, Öl. Das wäre von morgen sozusagen die Auswahl. Wenn ihr da Interesse habt, ich share euch da gerne mal den Link rein. Dann könnt ihr da bei Insta mit wild abstimmen, was da Tacheles ist. Aber Tatsache ist, Euro sieht auch bullisch aus. Schaut euch den Rainbow an. Fantastisch. Und ja, Golden machen wir ganz kurz mal mit. Für alle, die heute dabei sind und das Devisenradar morgen vielleicht verpassen oder das Gold es eben nicht wird als Top-Underlying zur Analyse. Wir sind auch hier beim Goldpreis in einer Range mittlerweile. Rainbow, das werdet ihr auch wissen, wer da engmaschig uns verfolgt, ist bullisch nach wie vor aufgefächert in einer Konsolidierung, was nach dieser starken Performance auch nicht überrascht. Heike Naschi-Signale gab es unlängst schon, auch bullischer Natur. Nur was wir jetzt hier sehen, sind diese Unsicherheitskerzen. Und das ist genau das, was wahrscheinlich morgen, schrägstrich heute Nachmittag, das wird eh der Hammer. Lass mal die Inflationsdaten heute pro reinkommen und morgen die Fed kontra agieren. Also das wird einfach mal eine wilde Geschichte die nächsten zwei Tage, wo ich sage, hier wird sich dann ein Stück weit entscheiden, ob wir jetzt einen bullischen Heike Naschi-Ausbruch kriegen und dann müssen wir über die 1984 raus. Ja, das ist genau das Trigger-Level hier oben. Das Zünglein an der Waage, wenn wir hier rausgehen, vielleicht gibt es einen Pump heute mit den Inflationsdaten und durch die Fed wird es morgen nochmal bestätigt. Aber wenn wir da rausgehen, das ist der Trigger. Da sind wir auch bei Heike Naschi und Rainbow Trading dann mit einem neuen Reaktionshoch völlig im Bulllauf und dann denke ich, ist die Wahrscheinlichkeit, wir arbeiten nur mit Wahrscheinlichkeiten, als erhöht anzusehen, dass der Goldpreis weiter steigt. Da müsste es dann wirklich schon wilde Fake-Manöver und wie du auch beim DAX sagst, wildes Abfischen geben, wenn denn der Markt dann, wenn er denn hier rauszieht, dann wieder umdreht. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Das ist aber bei Gold ganz kurz die Würze, hier das Trigger-Level und auf der Südseite auch unschwer zu erkennen. Wir haben jetzt da einen kleinen Boden gebaut, ein Stück weit zu tief für meinen Geschmack, die 1952 hätte Fahrradkette aber nicht unterschritten werden sollen. Ich scroll mich mal raus. Ja, das ist sozusagen die Price Action Zone, die aus früheren Zeiten herkommt, immer wieder von Relevanz geprägt, an gewissen Punkten hier Ausbruch stabilisiert. Aber man muss es natürlich auch, gerade wenn man jetzt in den Monats-Zoom geht und so ein Stück weit auch ins letzte Jahr blickt, muss man es natürlich hier nicht mit $5 irgendwo markiert wissen. Tatsache ist, wir sind hier schön seitwärts und es wirkt bullisch. Abwärtstrend gebrochen. Ich habe jetzt hier keine EMAs drin bei diesem, sag mal, reinen Candlestick-Chart, aber es sieht per se schon mal gar nicht mal so unspannend aus. Auf Rainbow übrigens bezogen, da schließe ich das Thema dann ab, habe ich auch hier so eine schöne Big-Candle-Geschichte. Das ist übrigens ganz witzig. Gibt es mittlerweile auch, das gab es früher mal beim Heiko Behrendt nur im Skype-Trading. Das heißt, wir haben sozusagen hier die Wochenkerzen dann immer wieder zusammengefasst in einer Candlestick-Erscheinung. Das ist ganz sexy an der Stelle. Jetzt blende ich mal den Rainbow aus, da sieht man es ein bisschen deutlicher. Und dann sieht man auch sehr schön, ja, diese gegenwärtige Konsolidierung und auch Unsicherheitskerzen, wie man das bei Heike Naschi sieht. Aber was sehr deutlich wird, ist eben dann hier andererseits die 1984, genau diese Zone. Die wird auch auf Wochenbasis sehr deutlich und das ist das Trigger-Level, wo wir einfach drauf schauen müssen, wenn der Markt hier denn morgen ausbrechen sollte oder vielleicht heute schon Ambitionen in die Richtung hegt. Also das ist auf jeden Fall hochgradig spannend und umgemünzt, ganz klar. Haben wir hier unten so ein Stück weit dieses Range-Gebilde. Das ist immer ganz schön, wenn man da den Chart auch mal wieder in einer anderen Betrachtungsweise sieht. Aber das ist jetzt genau die Zone hier, wo wir seit Mitte Mai drinstecken. Gute 4 Wochen. Und das ist ja auch auf die Volatilität bezogen. Natürlich, was haben wir hier? $50. Ja, nicht mal $45 Range. Das ist für einen Goldpreis eigentlich ein Witz. Wir hatten schon Tage, ist an einem Tag $100 emporgeschossen. Oder auch dank, wer war es denn damals? Merrill Lynch oder Goldman Sachs, ich glaube, es war Goldman Sachs, die dann den Sell-Button gedrückt hatten. Also es gab schon, sage ich mal, Situationen, wo auch der Goldpreis an einem Tag dann eine doppelte Wolle hinlegt und vielleicht sehen wir zeitnah mal wieder sowas. Aber bevor ich jetzt gleich an Bernd übergebe, kurz noch die Aktie, einer meiner Lieblingswerte, Rio Tinto. Ja, auch die hatten wir letztes Mal schon im Fokus, das ist jetzt wieder mal ganz großes Big Picture. Trendkanal
Unterstützung gebreakt. Das ist so eine Fake-Situation hier gewesen. 50 Pfund an der Stelle, es ist ein Pfund der Chart, ein Stück weit unterschritten. Und genau in dem Punkt sicherlich einige Verkäufer auch an dem Punkt. Und das wäre auch meine Spekulation. Ich habe ja schon die Orders eigentlich hingesetzt, dass ich hier Rio Tinto einsammle, wenn wir den Pullback nochmal sehen. Aber dazu kam es nicht. Hier ganz sauber an dieser, ich sag's mal, simpel gezeichneten Trendlinie abgeprallt. Die Trendlinie hat ihre Relevanz gesehen, bestätigt. Wir sehen jetzt hier diesen Monatschart. Wie gesagt, eine Candlestick-Kerze, ein Handelsmonat, also wirklich Big Picture. Gehen wir hier bis ins Jahr 2018 zurück. Aber die Aktie ist einfach so mega stabil im Trend. Neben dem, es gab zwar zuletzt eine Dividendenkürzung, neben denen aber, dass das ein Dividendengigant ist, auf jeden Fall mal einen Blick drauf werfen. Wie gesagt, ich bin tatsächlich hier investiert, also etwas befangen, hätte aber an der Stelle auch tiefere Preise mir gewünscht. Dazu ist es nicht gekommen. Jetzt sieht es sogar bullisch aus. Wichtig, hier oben die Marke von rund 55 zu überwinden. Und jetzt will ich aber doch nochmal die FIBO-Levels hier reinbringen, nämlich vom absoluten Hoch zum absoluten Tiefpunkt. Das ist, wie gesagt, jetzt eben der große Chart. Müssen wir das noch linear machen, weil gerade im Big Picture gibt es da erhebliche Unterschiede. Ja, das ist nämlich genau das, wo viele dann wirklich dran tuten tätig, da meines Erachtens die falsche Chart-Einstellung wählen. Aber das sei jetzt mal dahingestellt. Wir haben jetzt hier das 23er-6er-Level nämlich punktuell verteidigt. Und wie wir das vorhin auch schon sahen, beim S&P oder den Indizes, wenn Konsolidierungsphasen relativ frühzeitig enden, und das muss jetzt nicht unbedingt heißen, die touchen runter und gehen sofort drauf, aber eben einen nicht so tiefen Rücklauf vollziehen, dann ist das per se schon mal ein bullischer Grundton, und das passiert genau hier bei der Rio Tinto Aktie. Wir sind sozusagen im 23er FIBO Level rund um und um sozusagen einfach in dieser Seitwärtsphase. Jetzt sollte natürlich Pump nach oben kommen. Idealerweise ohnehin keine Preise unter 44 Pfund. Wenn das passiert, dann haben wir sicherlich Luft, weil dann ist auch die Trendlinie gebrochen, die übrigens auch hier in Trendkanalbeschau daherkommt. Also es erlaubt sich auf jeden Fall einiges an Luft nach oben. Rio Tinto einfach mal in den Fokus nehmen, und es gibt auch noch viele, viele andere interessante Aktien. Aber jetzt, gerade weil ich eben über Aktien spreche, die ich persönlich gerne ins Visier nehme, möchte ich doch das Mic und den Bildschirm, lieber Bernd, an dich geben, denn ich weiß, dass du uns hier was, und da habe ich den Link ja vorhin schon reingestellt, aus dem Börsenbullen-Universum, nämlich vom Seasonal Bull, mitgebracht hast. Bist du soweit, Bernd? Kann ich das Zepter, ja, das Mikrofon? Eine Sache habe ich noch, Chris. Wenn du schon bei Rio Tinto investiert bist, ne? Ah ja. Dann hilft ja nur noch eine positive Pyramide, oder? In der Tat habe ich das auch getan. Also ich sag mal, Rio Tinto. Also Rio Tinto. Ach du, der Bernd haut aber heute wieder umeinander. Nein, ich will sagen, Rio Tinto, es ist ja auch so, ich habe zum Beispiel auch PayPal-Aktien tatsächlich im Besitz. Und das ist aber auch so, dass ich teilweise, ich sag mal, trade, das tue ich schon, aber mit einem größten Teil der Positionen bin ich eigentlich Long-Term. Und insofern Rio Tinto, ich glaube, ich habe schon einige Positionen aufgeladen. Und wie du schon richtig sagst, ich bin auch schon in diese, hier bin ich übrigens dann in diese Bodenbildung hier rein. Also erstmal während der Corona-Krise gab es auch den Ausverkauf, Rio Tinto nach oben gelaufen, und dann während alle Korrekturmärkte oder gerade Tech-Werte oder die ganze gehypten Märkte zurückgingen, hat sich Rio Tinto hier in diesem, sage ich mal, Trendkanal auch in der Spitze mit -35% natürlich doch auch durchaus, sage ich mal, mit Abschlag versehen gesehen. Aber man hat gesehen, die Aktie ist relativ robust. Und wie gesagt, da ist auch der Dividendenaspekt ein großer Punkt, wo ich sage, hier kann man positiv durchaus pyramidisieren. Aber charttechnisch habe ich sie auch getradet mit dem Ausbruch hier. Das habe ich übrigens auch auf den Socials, müsste jetzt mal in der Zeit zurückgehen. Aber hier, das war nämlich hier diese Geschichte, wunderschönes Widerstandslevel. Ja. Und dann gab es diesen Rücklauf hier auch, noch nicht mal rangekommen, aber hier genau dieses Doppelboden-Situationchen, sage ich mal. Und hier bin ich reingegangen in die Situation und habe dann mit dem Ausbruch sogar nochmal nachgekauft. Und das war tatsächlich dann eher neben den Long-Term-Positionen ja dann auch der kurzfristige Trade, der hier sozusagen mitspielt. Also auf jeden Fall spannender Wert, muss man sich mal angucken. Aber es gibt da natürlich auch noch viel, viel mehr. Und da schaust du jetzt mal auch auf bekannte Werte, soweit ich schon mal vernahm, lieber Bernd, ne? Ja, ich habe zwei Werte mitgebracht. Vielleicht auch drei, mal schauen, aber zwei auf jeden Fall. Das hört sich doch schon mal gut an. Also dann würde ich dir sozusagen das Zepter übergeben, würde mich dann wieder mal einer regulatorischen Aufgabe zuwenden und an der Stelle euch viel Spaß wünschen. Bernd, Trade the Market, viel Erfolg und bereit machen. Ich gebe dir jetzt erstmal die Moderatorenrechte und dann gleich die Org-Rechte, okay? Ja, her damit.
So, jetzt müssen wir mal gucken, dass der Bernd, jawohl, ich sehe den Seasonable. Richtig. Pass auf, und jetzt kriegst du noch die Orkrechte, bevor du loslegst. Ja, genau, ich wollte mal kurz schauen. Oh, das muss gleich, so ein Prozess hier. Lieber Herr Mohrmann, aber die Liste ist ja wieder prall gefüllt mit sehr bekannten Werten. Visa, Netflix, meine Schwede, Amazon haben wir da, Alphabet. Wow, also wirklich. Ja, und hier, und Apple ist noch dabei hier. Das ist ein Bookmark hier. Apple ist auch noch dabei. Im Super CRV gehe ich gleich näher drauf ein. Also das ist hier der Screener und da sind wirklich Knallerwerte dabei. Visa, Netflix, da ist auch die Mastercard noch dabei, Amazon. Also da ist einiges dabei. Aber eine Amazon mit einem CRV schwach. Aber gehe ich näher drauf ein und ich habe hier zwei Werte rausgesucht. Das ist einmal die GLS Sciences und die Apple-Aktie. Und vielleicht, wenn wir noch Zeit haben, schaue ich mir die Mastercard noch an. Das wäre jetzt so mein Programm jetzt. Und wünsche ich dir viel Spaß, Bernd. Möchte mich nur bedanken auch für deinen Einsatz jetzt und für die Teilnahme der Zuschauer. Wie gesagt, ich switche nämlich raus, würde dir jetzt sozusagen die alleinige Space übergeben und wünsche euch und dir auch, Bernd, viel, viel Spaß. Und auf jeden Fall werde ich mir im Nachgang, die Aufzeichnung wird wieder hochgeladen, das Ganze nochmal zu Gemüte führen, was du denn hier noch so schönes kredenzt hast. Ja, vielen Dank und viel Spaß bei deinen regulatorischen Aufgaben. Ja, was muss, das muss. Auf bald. Bis dann. Ciao, Chris. So, okay. Also wie gesagt, ich habe jetzt hier zwei Aktien für euch rausgesucht. Einmal die GLS Sciences und die Apple-Aktie. Und das ist der Seasonable Selection Screener. Da ist das komplette Aktienuniversum von JFD. Alles, was in der Marktübersicht im MetaTrader ist, wird dann auch gespiegelt in den Screener. Und der Screener liefert anhand der Saisonalitäten immer wieder interessante Setups, die ja im Swing Trading zu handeln sind. Man sieht jetzt hier in der Spalte Anzahl Tage, das sind nicht die Wochentage, sondern die Handelstage. Und dann hat man bestimmte Setups mit bestimmten Erwartungen, was in der Vergangenheit, und das sieht man in dieser Spalte Jahre, und da sind wir jetzt bei der Aktie zum Beispiel in den letzten 30 Jahren, gab es in den über 23 Handelstage vom 13.06. Start, also heute Abend, laut Regelwerk, ist der Start heute Abend, läuft bis zum 14.07. Schauen wir uns gleich dann im Chart nochmal genauer an. Und das führte dann in der Vergangenheit 30 Jahre mit einer Trefferquote von fast 77% und dem Erwartungswert von fast 14% zu folgendem Profil. Und das ist das Schöne, der Screener ist dann verknüpft mit einem Chart und dann sieht man genau dieses Profil. Also die 13,83%, das ist das theoretische Risiko. Und die Aktie scheint sehr interessant, weil durch die Chance, die entsteht, gibt es ein wunderschönes CRV von 3,61. Das ist wunderbar. Und ich kann jetzt hier im Screener, ich kann jetzt auch zum Beispiel nach CRV sortieren. Dann sucht er mir die schönsten CRVs raus und dann kann ich mal mir den Chart ganz schnell anklicken. Und dann habe ich sofort, das ist alles verknüpft. Ich klicke jetzt zum Beispiel mal auf die Visa-Card hier, klicke einfach hier auf den Wert und dann habe ich jetzt auch bei der Visa CRV 2,73. Ich arbeite am liebsten mit CRVs über 3, weil man den Stop-Loss dann auch vielleicht einen Tick tiefer setzen könnte wie hier. Und das Schöne ist jetzt hier, es folgen, damit wir jetzt hier nicht 15 Mal die Visa-Card stehen haben, folgen jetzt hier noch weitere 5 Setups. Und jetzt hier steht hier Set, also Seasonal Bull 1 von 5. Und wenn ich jetzt hier draufklicke, 3 von 5. Und dann folgt dann irgendwann nochmal ein, wann ist das? Ich muss jetzt mal kurz messen. Folgt dann am 19.06. kommt dann nochmal ein Setup mit dem CRV, also immer vom aktuellen Preis. Und so kann ich das hier locker durchscrollen. Und das ist das aktuelle Setup. Bei der Visa würde ich deshalb noch ein bisschen warten auf den 19.06. So, das wird mir gefallen. Muss man mal sehen, wie die Aktie sich entwickelt. Aber da will ich jetzt auch gar nicht drauf eingehen, weil ich wollte ja zu der Gilead Sciences und die
hat ein wunderschönes CRV von 3,61 da. Und die schaue ich jetzt mir dann ganz entspannt auch in Guidance an. So, das ist jetzt mal der grobe Chart. Ich kann den jetzt noch ein bisschen kleiner machen, um dann mal eine Riesenübersicht zu bekommen. Aber der Screener ist ja dafür da, dass man einfach mal schnell durchscrollt, welche Aktien sind interessant. Und dann habe ich hier die Erwartungswerte und die Statistiken. Und dann kann ich sagen, okay, ich gehe jetzt hier in meinen, schieb den mal kurz rüber, den Seasonal Bull. Bin ich jetzt hier bei Stocks Free in Guidance. Und das ist jetzt hier die Aktie. Und ich habe es jetzt mal im großen Bild gemacht. Und da sieht man natürlich eindeutig den starken Aufwärtstrend seit Januar, ja, 2011. Da knallhart nach oben. Und dann folgte halt viele Jahre eine längere Seitwärtsbewegung. Aber es ist die generelle Bewegung der Aktie. Und wir interessieren uns ja jetzt hier für diesen Bereich, der jetzt hier mittlerweile ansteht. Also längere Seitwärtsphase jetzt hier. Und jetzt ist die Aktie durchgegangen. Und im kurzfristigen Bereich, was heißt kurzfristig, also seit Anfang des Jahres, etablierter Aufwärtstrend. Hier ist eine Unterstützung gewesen rund um die, ja, um die 58 US-Dollar. Und nun ist die Aktie deutlich nach oben durchgestartet und auch über das Niveau hier bei der 73,60 US-Dollar einfach mal durchgeschossen mit einem Gap. Und wie das so oft dann ist, das damalige Hoch wurde überwunden und jetzt kommt der Rücklauf. Wir haben hier einen intakten Aufwärtstrend. Ja, ich mache das mal ein bisschen, mal einen Blick. So. Also der, ja, man kann jetzt hier, ja, der eine sagt, ich liege an den Lunden an, der andere an den Mitte des Kerzenkörpers. Aber der Trend ist jetzt eindeutig und nach dem Durchbruch hier, ja, mit dem Gap Up, kommt jetzt der Rücksetzer und der läuft jetzt genau ran an diese Aufwärtstrendlinie. Und das wird jetzt ein spannender Bereich. Und wenn ich nun die saisonalen Daten aus dem Seasonal Bull in den Chart einzeichne, dann wäre das Folgendes. Ich werde den starten, den werde ich definitiv in das Depot mit aufnehmen. Der Trade startet heute Abend am 13.06. Und der läuft bis zum 14.07. Das ist hier. So. Das ist die Trade-Dauer von diesem rein saisonalen Setup. Und wenn ich dann die Erwartungswerte einzeichne, dann nehme ich immer erst das Risiko. Also angenommen, der startet jetzt hier heute Abend. Dann habe ich ein Risiko von 3, ich muss mal kurz auf den anderen Monitor schauen, 3,83. Das wäre hier. So, und jetzt schiebe ich das mal kurz Darstellungsreihenfolge in den Hintergrund. Ja, das wäre das Risiko. Der Stop-Loss, also mit dem heute, also mit dem gestrigen Kurs, wäre genau ein Tick über dem letzten Tief. Und deswegen sagte ich eben, ich schiebe den nochmal rüber hier. Das ist jetzt hier, wenn man alles mal schnell durchscreenen will. Nicht wieder einen Augenblick. Da ist er. Wenn man schnell durchscreenen will, dann hat man hier ein schönes Profil und dann schaut man sich das im Detail an. Und das Detail sagt mir jetzt, dass mein Screener nicht auf den anderen Monitor geht. So, jetzt, dass der Stop-Loss ein Stück tiefer liegen müsste. Allein vom aktuellen Profil kann man dann anpassen. Rein von den Werten her, muss das ein Stück hier, so, passt es, oder? Ach, dieses Magnetband, das macht mich wahnsinnig. Ja, ich glaube, jeder weiß, was ich meine. Und die Chance auf der Oberseite ist 13,83%. Das ist eine Menge. 13,83, ganz Pi mal Daumen. So. Den Hintergrund. Warum macht der hier? So, jetzt hat das. Jetzt ziehe ich das nochmal klein und jetzt stellt sich die Frage, ist das exakt
dieses Hoch hier. Wir haben jetzt hier Widerstand. Das ist hier der Widerstand. So. Und da wäre der Take Profit rein von dem saisonalen Setup des Seasonal Bull. Rein statistisch in den letzten 30 Jahren gab es genau in diesem Zeitraum mit einer Trefferquote von 77% genau dieses Profil. Und das finde ich jetzt vom... So, jetzt haben wir es. Den muss ich jetzt mal speichern. Und das finde ich jetzt interessant. Und der Stop-Loss, der müsste dann, das muss ich dann... Der US-Handel läuft ja noch nicht, der startet ja erst 15:30. Ob man den Stop-Loss jetzt hier nicht vielleicht noch ein Stück tiefer setzt. Und deswegen sagte ich eben, ich handle gerne CRVs von über 3, weil wenn man den Stop-Loss dann noch ein bisschen justiert, dann wird es wieder nur 1,8 oder 1,7. Deswegen setze ich den Stop-Loss dann, also der Stop-Loss muss definitiv unter diesem Tief hier liegen. So, also da das ist jetzt hier, also da muss der Stop-Loss liegen, also in diesem Bereich hier. Definitiv. Da muss der Stop-Loss liegen und dann passt das. Also finde ich sehr interessant, die Aktie, rein saisonal und auch charttechnisch, weil, wie gesagt, das ist jetzt hier eine längere Zeit seitwärts gelaufen. Ja, eine bullische Flagge könnte man es nicht einzeichnen, die dauert einfach zu lange schon. Aber nichtsdestotrotz, sehr interessante Aktie aus meiner Sicht. Und von daher würde ich sagen, speichern wir das ab und dann gehen wir weiter. Jetzt schaue ich mal kurz in den Chat, einen Augenblick, ob noch Fragen da sind. Ja, der Roland schreibt gerade noch. Servus Chris. Ja, der Chris ist leider schon weg, Roland. Der war hat noch andere Dinge zu erledigen. So, gehen wir in den nächsten Chart. Und das ist dann jetzt hier die Apple-Aktie. Und die startet allerdings erst am 19.06., das ist nächsten Montag. Vielleicht auch gar nicht so schlecht. Nach der FED-Sitzung muss man mal schauen. Auch hier klicke ich auf den Chart Apple. Und da habe ich hier ein Chance-Risiko-Verhältnis direkt angezeigt. Es ist super mit 5, mega gut. Also in den letzten 38 Jahre gab es mit einer Trefferquote von fast 80% diese Erwartungswerte von plus 15% und einem theoretischen Risiko von 3%. Exzellentes CRV von 5. Und das Ganze läuft über 18 Handelstage, wie man sieht. 19.06. ist der Montag nächste Woche. Ich bin gerade ein bisschen irritiert, weil kommen ein paar Fragen rein. Roland, ist es nicht ein Abwärtstrend? Welche Aktie meinst du jetzt? Apple? Nein. Andreas, braucht noch die vorgestellten Setups vom Mai. Da fehlt leider die Zeit, weil ich möchte jetzt gerne noch auf die Apple-Aktie eingehen. Ja. Ja, okay, Roland. Abwärtstrend würde ich nicht sagen. Nein, es ist der Abwärtstrend ist ja generell intakt. Es geht nur um die Konsolidierung, die jetzt wahrscheinlich nach oben aufgelöst wird. Ich gehe noch mal kurz auf den Chart einen Augenblick. So, den Screener schiebe ich wieder zur Seite. Also die statistischen Werte haben wir gesehen hier. Apple bombenstark, 38 Jahre, das ist meine Hausnummer. Ah, jetzt ist wieder hier, also dieser Screener, ja, dieser Bildschirm macht mich ein bisschen. So, jetzt haben wir ihn weg. So. Gehen wir auf die Apple-Aktie. So, die Apple-Aktie
Auch hier mal ein Big Picture. Ja gut, Apple, ich meine, brauchen wir nicht lange drüber reden. Big Picture Chart, bombstark hier. Preis ist skaliert, hier logarithmiert. Also gnadenlos stark. Und jetzt läuft der natürlich an die All-Time-Highs ran hier oder ist schon drüber gewesen. Und auch hier, ja, klare Seitwärtsphase gewesen. Er ist jetzt stark, bombenstark unterwegs, die Apple-Aktie. Und kann jetzt hier nochmal kurz eine Aufwärtstrendlinie einzeichnen. Aber es sieht doch ich darf es nicht sagen. Ein Blinder ohne Krückstock darf ich nicht sagen. Aber eindeutiger Aufwärtstrend. Und jetzt kommt das Setup vom Seasonal Bull. Und der sagt, vom 19.06. Na, 19. Und dann bis zum 13.07. 13.07. So, das ist der Zeitraum, in dieses Setup, in der das Seasonal Bull Setup läuft. Und jetzt auch hier zeichne ich mal die Risikoverhältnisse ein, also ab immer jetzt vom aktuellen Preis. Da muss man natürlich schauen, nächste Woche Montag, wo steht der? Der kann natürlich auch hier oben schon stehen. Da muss man mal schauen, ob das Setup dann wirklich noch Sinn macht oder man auf Rücksetzer wartet. Aber rein statistisch vom aktuellen Preis würde das Setup hier nächsten Montag dann starten. Apple mit einem Long Setup und einem Risiko von 3%. Das wäre verdammt wenig für die Apple-Aktie. Auch hier, rein statistisch, wäre das Risiko 3,06. Aber auch hier würde ich den Stop-Loss natürlich unter dieses Tief hier legen. Aber ich zeichne das jetzt mal ein, so wie es vom Seasonal Bull angezeigt wird, 3,06. Kriegen wir jetzt nicht ganz genau hin auf den Pip genau in den Hintergrund. So, und die Chance ist natürlich gigantisch mit vom jetzigen Zeitpunkt, also vom jetzigen Preisniveau mit, was haben wir genau, 15,3%. Ja. Wollte jetzt, glaube ich, den großen Chart gar nicht mehr rausholen. Ich meine, dass das dann ein neues All-Time-High sein wird, ist jedem klar. Und das wäre jetzt auch hier die Apple-Aktie, rein vom Seasonal Bull abgeleitet. Ja, man kann jetzt natürlich auch mit Projektionen arbeiten, gerade beim, wenn All-Time-Highs anstehen, ja, wie weit kann es jetzt noch gehen? Und dann kann man natürlich mit dem Fibonacci-Levels, ich zeige das jetzt mal in Blau ein, also diese Aufwärtsstrecke, einen Augenblick, so, das ist jetzt das Hoch gewesen. Und dann kann ich jetzt, wenn ich auf Fibos klicke, kann ich natürlich jetzt auch sagen, wie weit kann es dann noch gehen? Dann nimmt man ganz gerne die 161,8 oder aber auch die 261,8, aber das ist natürlich meilenweit weg. Und die 138, genau wie bei den kleinen 38,200, 38,2. Das sind die Fibos, die man auch schön einzeichnen kann. Rein für eine weitere Aufwärtsbewegung. Und da liegen wir natürlich bei 138,2 da genau in dem Bereich, wo er dann hinlaufen könnte, rein statistisch vom Seasonal Bull. So, jetzt schauen wir mal kurz in den Chat hier. Einen Augenblick, einige Fragen reingekommen. Einen Augenblick mal. Roland, rechte Seite im Anschauen. Das Gap geschlossen wird bei Gillette Science. Einen Augenblick mal, ich muss mal, den speicher mal kurz ab und gehen wir nochmal in den anderen Chart hier. Ach, du meinst dieses Gap hier, ja, das ist ja, das könnte sein, dass das Gap noch geschlossen wird. Allerdings hier die Unterstützung dann doch gut ist.
Ja, ich will nichts ausschließen. Deswegen liegt der Stop-Loss auch hier an der roten Linie. Vielleicht ein Tück höher. Muss man mal schauen jetzt hier heute Abend, heute Nachmittag. Also den Trade werde ich auf jeden Fall machen hier. Und wenn er hier durchsackt, dann besteht natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass er das Gap hier vom 25.10. nochmal schließt. Aber gut, dann ist es halt so. Aber der Stop-Loss muss definitiv hier liegen. Wenn er das Gap nicht schließt und dann weiter hochgeht, dann sieht es gut aus. Also das zeigt dann auch Stärke. Und ja, wie gesagt, den Stop-Loss würde ich hier unter dieses letzte Tief hier legen, unter diese Kerze hier vom, was ist das, 7.6. Da muss der Stop-Loss liegen, oder aus meiner Sicht sollte der Stop-Loss liegen. Ich darf ja hier keine Handlungsempfehlung geben. Ja, wie gesagt, wenn er da durchgeht, könnte es sein, dass das Gap nochmal geschlossen wird und dann nochmal eine Etage tiefer geht. Aber Aufwärtstrend da, gute Statistiken, von daher, ja, den werde ich heute handeln. Also die Aktie werde ich heute definitiv handeln. Ich weiß nur noch nicht, zu welcher Uhrzeit. Weil rein nach Regelwerk starten die Trades kurz vor Handelsende am heutigen Abend. Eigentlich mit Schlusskurs, aber man muss ja ein paar Minuten früher rein. Und man kann natürlich auch, das ist durchaus zulässig, im Laufe des Tages dann am Nachmittag oder am frühen Abend schon einsteigen. Je nachdem, wie sich der Kurs dann Intraday entwickelt. Ja, wie gesagt, also diesen Trade werde ich auf jeden Fall machen. Keine Handlungsempfehlung und von daher schaue ich jetzt noch mal in den Chat und dann schreibt der Roland noch mal Gap, ja, Gap hatten wir. Stochastik, Roland, ehrlich gesagt, die Stochastik interessiert mich überhaupt nicht, weil das ist hier, das sind rein saisonale Setups, die ja charttechnisch in Ordnung sind, aus meiner Sicht. Die Aktie hat Potenzial nach oben. Ich muss nur einen vernünftigen Stop-Loss setzen und habe die Saisonalität anhand vieler, vieler Werte im Rücken und dann trade ich das. Ich kann mir jetzt noch 15 Indikatoren da, schreibt Andreas noch, ja, liebe Grüße nach Potsdam, Andreas. Ich kann mir jetzt noch 15 Indikatoren in den Chart basteln. Ja, dann sitze ich heute Abend um 22 Uhr immer noch da und überlege, welchen Indikator verwende ich jetzt und dann habe ich den Trade verpasst. Nein, mache ich nicht. Von daher Indikatoren, rein charttechnisch, Trendlinien, Cluster, Saisonalität und dann passt das. Also die Aktie hat gute Chancen. Wenn er hier durchgeht, wie gesagt, Stop-Loss, rote Linie und dann sollte alles laufen. Wenn nicht, ein Trade von 1000. So, würde der liebe Markus jetzt sagen. So, schaue ich nochmal in den Chat und ansonsten würde ich mich jetzt auch verabschieden. Ja, okay. Alles klar. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mögt, im nächsten Monat direkt wieder, immer ja, den zweiten Dienstag im Monat. Und natürlich heute Nachmittag Marder Trading. Und morgen ganz wichtig, die FED-Sitzung mit dem lieben Andreas und dem Markus. Und ja, ciao, ciao Roland und Servus. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen sonnigen Nachmittag und euer Bernd sagt Ciao und Servus. JFT, just fair and direct.